Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vorstellung der März-Ausgabe 2021 von Kompakt Magazin mit dem Titel Kinder des Lockdowns, wie sie leiden, wie wir sie schützen. Mit mir im Studio mein Kollege Martin Müller-Mertens und Sophia Fuchs, eine Schülerin, die jetzt auch unter der Situation leidet. Ich glaube, die meisten Leute können sich nicht vorstellen, wie dramatisch die Lage ist für Eltern und nicht nur schulpflichtige Kinder, sondern Kinder generell, wie hier eine ganze verlorene Generation heranwächst und wie sich die Eltern nicht entscheiden können, machen sie jetzt Homeoffice oder machen sie Homeschooling und wo kommt eigentlich das Geld her, wenn der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister so kläglich versagen, wie wir es jetzt erlebt haben. Eine schwierige Lage für Deutschland. Der Lockdown wird offensichtlich jede 4 Wochen weiter fortgesetzt. Wir haben es hier wirklich mit einer hartgesottenen Bande von Freiheitsfeinden in der Regierung zu tun. Und wir wollen uns aber fokussieren auf die Lage der jüngeren Generation. Wir haben 3 Artikel im Heft zu dem Thema. Einen Übersichtsartikel. Eine Schülerin hat geschrieben und eine Mutter berichtet, wie sie ihre Kinder schützt. Vielleicht fangen wir an mit der allgemeinen Lage. Martin, wie... Ich meine, Klagen, dass es der Jugend nicht gut geht, ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo es das nicht gab. Ja. Oder dass die Schule keine Ergebnisse mehr bringt, das haben wir schon länger. Aber ich glaube, jetzt kann man schon sagen, hier ist eine neue Dimension. Ja, hier ist eine neue Dimension. Hier ist ein Stück aus Absurdistan, aus dem Tollhaus, was hier aufgeführt wird. Also ich finde es ja interessant, wie sieht denn ein Schüler eine Schule? Normalerweise freut er sich, wenn die Stundenklingel zu Ende geht. Also in den 70er Jahren, da sagen wir dann School's out for summer. In den 80er Jahren sagen wir Hurra, Hurra, die Schule brennt. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Und jetzt sehnen sich die Schüler danach in die Schule zu gehen, weil es im Grunde die einzige Möglichkeit sozialen Kontakts ist, der ihnen noch geblieben ist. Also hier wird einer Generation die Kindheit, die Jugend geraubt. Hier wird einer Generation die Bildung geraubt. Also wir haben jetzt im Grunde 2 Schuljahre, die nicht stattgefunden haben. Denn was unter Homeschooling, wenn es denn überhaupt technisch abzuwickeln ist, ist natürlich absurd. Das wird sich, und das beklagen ja nicht nur wir, sondern das beklagen ja auch andere, in Lebensjahren, in Verdienstjahren aufzeichnen. Aber man sieht mal wieder, es gibt natürlich 2 Gruppen, die keine Lobby haben. Das sind die Alten und das sind die Kinder. Die können nicht wählen, die können nicht abwählen. Die sind vielleicht mal als Staffage für Fridays for Future gut, aber ansonsten braucht man sie nicht. Und man macht mit ihnen, was man will. Sophia, du bist unmittelbar Betroffene. Erzähle uns und den Zuschauern, wie es eigentlich zugeht. Ja, ich bin auch Kind des Lockdowns. Also es ist wirklich Katastrophe. Letztes Jahr war es schon dramatisch, aber es ist nicht besser geworden. Es ist total schlimm geworden. Es ist in der Schule unstrukturiert und der Rhythmus ist total raus. Und die Lehrer tun mir auch wirklich richtig leid, weil die sind auch komplett überfordert. Also ich muss die auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil die wirklich gar nicht mehr wissen, wohin und wie überhaupt was gemacht wird. Die bekommen ja auch nichts gesagt. Die wissen nicht, ob wir Klausuren schreiben, wann wir die schreiben und dann kommt hier mal eine Meldung, dann doch nicht. Also es ist wirklich in der Schule eine sehr angespannte Stimmung und es macht keinen Spaß. Also du bist ja jetzt Abiturientin, du machst bald dein Abitur. Genau. Deswegen durftest du schon länger wieder Präsenzunterricht haben. Ja, also ich habe jetzt seit, ich glaube, einem Monat wieder Präsenzunterricht, aber auch nur 2 Tage, montags und freitags. Und das ist eigentlich auch ein Witz, weil es sind dann 3 Stunden. Also wir haben dann immer nur 2 Fächer und das ist nicht mehr ansatzweise, was man schaffen würde, wenn wir normalen Unterricht hätten. Und da wird auch sehr viel nur selbstständig gearbeitet, also bekommen einfach dann eine Aufgabe, arbeiten da still alleine dran und dann gehen wir nach Hause, so, das war's. Und das ist wirklich ein Riesenverlust an Lernstoff. Und was ist mit Homeschooling?
Homeschooling, ja, das ist Homeschooling. Ist ja eigentlich, dass Eltern einem was beibringen und da ein gutes unterrichten. Aber Homeschooling jetzt ist ja was ganz anderes. Also man bekommt dann, wir bekommen sehr viele Aufgaben, sehr viele langfristige Aufgaben, wo wir dann mehr oder weniger alleine gelassen werden. Die gehen dann über Monate und Videokonferenzen finden bei mir nicht wirklich viele statt. Also es ist dann so, die Lehrer sagen dann, nee, macht mal die Aufgaben, hier habt ihr was für die nächsten Wochen, das reicht dann erstmal, fertig. So, und das ist auch echt anstrengend. Und wie muss man sich das vorstellen? Also, morgens um 8 Uhr schaltest du den Computer ein und genau, dann sind im Postfach schon genau, dann kommen dann die ganzen Mails und man denkt sich, oh Gott, 9 neue Aufgaben, und dann wird es immer mehr und immer voller und dann muss man das auch immer abhaken. Bekommt mit Glück mal eine Rückmeldung der Lehrer und manchmal auch nicht auf 10 Aufgaben, dann werden die einfach so gelassen. Also man weiß gar nicht, ob man es richtig gemacht hat. Genau, das kann schon passieren. Ja. Also kriegt man einfach gar keine Rückmeldung dazu. Das ist ein Ding, ja. Das ist echt verrückt. Weil im Grunde ist es Pseudoschule. Ja. Das ist Pseudoschule, das ist ein Lernen, was nicht funktionieren kann und was ja dann noch kumuliert mit technischen Problemen. Also wir wissen, wie der technische Zustand des Internets in Deutschland ist. Das ist ja Voraussetzung für irgendwelche Videokonferenzen. Wir wissen, wie die soziale Lage in manchen Familien sind. Da ist nun mal nicht, sind nicht 5 Laptops für die Familie vorhanden. Ob die Lehrer da überhaupt drauf eingestellt sind, dann ob die in jedem Bundesland unterschiedlichen Lernplattformen funktionieren. Also in Berlin soll es eine Katastrophe sein. Von Sachsen habe ich Ähnliches gehört. In anderen Bundesländern kann ich es jetzt nicht beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die so ähnlich funktionieren wie die Novemberhilfe, also gar nicht. Und das ist ein einmaliger Fall. Den hat es in allen Katastrophensituationen der Vergangenheit nicht gegeben. Es gibt eine Ausnahme, das ist aber keine Katastrophensituation, sondern der Normalzustand. In Australien werden zum Teil die Kinder oder wurden über Radio, also über Funksprechverkehr früher unterrichtet, weil die natürlich in dieser riesigen Weite, in dieser dünnen Besiedlung gar nicht in der Lage waren, Schulen aufrechtzuerhalten. Ansonsten waren die Schulen offen während der spanischen Grippe in Deutschland. Erst wenn ein Drittel der Schüler infiziert waren, wurden sie geschlossen. War vielleicht auch ein bisschen spät, muss man auch sagen. Aber hier wären sie ja schon geschlossen, wenn gar keiner infiziert ist. Sie waren geöffnet während des Ersten Weltkrieges, sie waren geöffnet während des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, sobald kaum war der Krieg zu Ende, wurden sie auch wieder eröffnet. Und jetzt geht das seit über einem Jahr und es ist absolut kein Ende in Sicht. Man muss ja auch nicht, man kann ja auch nicht sagen, die Schulen sind wieder eröffnet. In 10 Bundesländern werden einige Klassen hin und wieder mal unterrichtet. Zum Teil sind es nur die Grundschulen, zum Teil sind es die Abiturjahrgänge, zum Teil sind es die Sonderschulen, sofern es die noch gibt. Und du hast es ja eben geschildert, und ich kenne da noch viel krassere Fälle, da sollen es 2 Stunden oder 2 Tage in der Woche sein. De facto sind es dann vielleicht 2 Stunden in 2 Wochen. Also es ist ein wirklich katastrophales Zusammenbruchsszenario, was hier ohne Not angerichtet wurde. Ja. Diskutiert ihr eigentlich im Unterricht über den Lockdown oder Corona? Das wäre sehr schön, aber leider nein. Also es ist wirklich, das erschreckt mich eigentlich am meisten an der Schule, dass wir sowas wie eine aktuelle Stunde oder einfach mal über die, was gerade hier passiert, gar nicht reden. Also wir werden natürlich gefragt, wie es uns geht. Das passiert schon. Wie geht es euch gerade mit den Aufgaben? Kommt ihr einigermaßen klar? Aber mal die Frage, was würdet ihr darüber denken, wenn die Schule weiterhin geschlossen bleibt? Findet ihr das gut? Wollt ihr noch länger einen Lockdown haben? Wollt ihr lieber Schals tragen statt die normalen Masken? Egal welche Richtung, aber einfach mal fragen, ja, was eigentlich gerade los ist. Oder was macht ihr an Weihnachten? Wie genau, kommt ihr zu Rande mit dem Kontaktverbot? Ja, mit der Familie oder mit Großeltern. Wie ist das so? Und das ist leider bleibt aus, und wir haben trotzdem Seminare über globale Migration oder sowas. Das sind alles statt. Da werden dann Studenten eingeladen und so weiter, und Riesenaufwand, aber mal so eine Stunde zu machen, ist ja auch nicht schwierig. Über einen Laptop eine Videokonferenz einrichten, wo man einfach mal spricht, was passiert gerade und wie geht es uns damit. Das ist nicht, das fehlt mir sehr. Ja, das ist ja eigentlich auch einmalig. Ja, also ja. Normalerweise, gerade in der Abiturklasse, also die Schüler sind schon reif und ein bisschen informiert, wird ja normalerweise alles Mögliche aktuelle besprochen. Ja. Genau, wir hatten da auch so viele Stunden auch in Englisch, wo wir über Trump gesprochen haben und Clinton oder Obama und da wirklich das lang genug besprochen haben. Aber komischerweise ist das bei Corona nicht der Fall. Das frage ich mich auch, warum das so ist. Könnt ihr auch schöne Mathematikstunden machen, wo man dann da genau, den R-Wert berechnet. Ja, oder richtig.
Ja. Das wäre mal was, ja. Also Subtraktion, gibt es eine Übersterblichkeit? Genau. Wo gibt es die und so weiter? Man muss richtiges lernen, das stimmt. Damit hast du aber deine Frage schon beantwortet, warum machen die das eigentlich nicht? Weil sie natürlich genau wissen, was sie angerichtet haben. Ja, weil der Staat natürlich über das, was ihm unangenehm will, ist. Und selbst wenn man den Lockdown grundsätzlich unterstützt, muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass die Art und Weise, wie er in der Schulbildung durchgeführt wurde, katastrophal war. Also da muss man noch nicht mal Querdenker sein, um das zu kritisieren. Darüber wollen sie nicht reden, das ist ihnen unangenehm, das schieben sie einfach von sich weg. Und vielleicht fürchten sie auch, wenn erst mal drüber geredet wird, wenn nämlich sowas wie die Übersterblichkeit, die da ist oder eben auch nicht, ausgerechnet wird, dass dann der Zweifel auch in die Köpfe getrieben wird. Ich könnte es mir vorstellen, dass Ihnen dieses, dass Ihnen ist das einfach unangenehm. Erinnert mich an eine Schote aus meiner Schulzeit. Frühjahr 86, Kernkraftwerk in der Ukraine ging hoch. Mhm. Unser Russischlehrer brauchte 8 Wochen, bis er dann irgendwann mal ganz verstohlen in die Klasse kam und so auf die Karte zeigt und da ist der Ort Tschernobyl. So hatten wir dann drüber geredet. Ja, okay, ist eine Spätphase von einer Diktatur. Da geht es eben so zu. Was mich wundert ist, wir hatten ja die Jugend durchaus als rebellisches Subjekt in Erinnerung, in der Klimafrage. Ja. Die sind rausgegangen, zum Teil die Grundschüler, und haben gebrüllt, wir sind hier, wir sind laut, weil man unsere Zukunft klaut. Und jetzt gibt es ähnliche Demos, wo dann gerufen wird, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Ja. Natürlich, es sind Jugendliche da, wo du ja dazugehörst, auch die Autorin des Artikels in der Kompaktausgabe. Aber man hat doch den Eindruck, es in der Masse ist die Jugend nicht rebellisch an dem Punkt. Nee, gar nicht. Also ich habe das Gefühl auch, es ist nicht das Bedürfnis da, darüber zu diskutieren, weil es ist ja alles in Ordnung oder es ist ja, die Regierung sagt das und ich habe nicht das Gefühl, dass einer von meinen Klassenkameraden jetzt unbedingt darüber reden möchte, weil die Sache ist ja eigentlich klar. Nur wenn man Masken tragen muss, dann muss man halt Masken tragen und wenn Übersterblichkeit angeblich da ist, ist sie halt da. Und das finde ich schon verblüffend, dass da uns die Zukunft ja wirklich ein Stück weit geklaut wird und alle irgendwie nur Fragezeichen im Kopf haben, doch irgendwie nicht was dagegen unternehmen wollen oder darüber reden wollen. Aber was würdest du sagen? Warum haben sich die Schüler in Bewegung gesetzt beim Klima und jetzt, wo sie doch unmittelbar in ihrer Lebensfreude und ihrer Zukunft wirklich rabiat abgeschnitten werden? Ich denke, dass es wirklich von den Medien einfach gemacht ist. Also wenn die jeden Tag in den Medien lesen, Covidioten und diese Querdenker und die Rechtsextremen und ich weiß, dass sie viele sehr informiert sind, die lesen auch wirklich Zeitungen oder auf Instagram folgen sie auch der Tagesschau und sind da immer sehr aktuell informiert. Das heißt, die ziehen sich schon die Nachrichten rein, die im Umlauf sind und wenn da eben gesagt wird, das sind die Bösen, sind es die Bösen. Und beim Klimawandel ist es ja wirklich so, dass in allen Schulbüchern drinsteht, der Klimawandel ist sehr gefährlich, menschengemacht und so weiter. Wir müssen was tun. Und das auch bewusst gepusht wird von Politikern, auch von Lehrern befürwortet wird. Und da, klar, es sind Vorbilder und daran orientiert man sich. Und dementsprechend ist es dann eine ganz andere Situation. Ich war auch schockiert in dem Artikel, den die Schülerin jetzt für Kompakt geschrieben hat. Also die kommt aus Bayern. Und da hat der Rektor jetzt nicht von ihrer Schule, sondern von einer Nachbarschule wohl auf der Abschlussfeier gesagt, eigentlich diese Covidioten, die gehören in Lager. Das ist sehr gruselig. Ja. Also es beängstigt mich wirklich. Aber ist bei euch jetzt nicht so krass? Nee, also was krass war, ist, dass bei Fridays for Future unser Schulleiter einmal gesagt hat, ja, es ist gut, wenn die Schülerinnen und Schüler auf diese Demos gehen. Also direkt dazu Stellung genommen hat. Das fand ich schon nicht in Ordnung, weil eigentlich muss Schule ja neutral sein. Wurde da nicht eingehalten. Aber bei mir ist es ja selber so, dass ich auch Gespräche hatte in der Schule wegen der Demos. Und da wurde aber auch gesagt von den Lehrern, es gilt Meinungsfreiheit. Und wenn ich da jetzt meine, ich muss hingehen und meine Mitschüler gefährden, können sie mich da nicht einschränken. So, da habe ich zum Glück keine schlechten Erfahrungen gemacht von den Lehrern aus. Mhm. Nur von den Schülern, die waren natürlich nicht begeistert. Aber jetzt nochmal zum konkreten Ablauf. Also ihr kommt morgens in die Schule und am Schultor zieht ihr euch die Maske über und ihr sitzt dann im Abstand von x Metern und der Lehrer
ist nochmal 5 Meter weg. Also wie muss man sich das vorstellen? Also es ist ungefähr so, dass wir vor der Schule dann vorm Tor stehen und noch ein bisschen quatschen, auch ganz normal, ohne jetzt irgendwie Abstand einzuhalten oder so. Und dann gehen wir in die Schule, dann Masken aufgezogen und dann wird auch schon auf Abstand ein bisschen mehr geachtet. Vor allem, wenn die Lehrer dann dabei sind, auch Laufrichtungen werden dann eingehalten. Obwohl die Schule eigentlich leer ist, also man läuft durch den Gang durch, es ist keiner da, man läuft trotzdem extra außen rum, damit man die Laufwege einhalten kann. Ja, und dann sind wir in der Klasse. Manche Klassen sitzen getrennt voneinander mit 1 Meter Abstand, manche wiederum auch nicht. Das ist dann manchmal auch unterschiedlich. Und das ist auch, am Anfang war es noch sehr, sehr streng. Da mussten wir, wenn wir Zettel haben wollten, wirklich zum Tisch am anderen Ende des Raumes gehen und da alle einzeln uns ein Blatt holen. Und das hat auch erstmal gedauert, bis jeder da hingegangen ist, Zettel geholt hat, wieder zurückgegangen ist. Und wenn wir auch was gefragt haben an die Lehrer, dann auch hingegangen und irgendwie, könnten Sie es mal bitte angucken, und dann irgendwie hingelegt und wusste nicht genau, wie man es jetzt machen soll. War auch irgendwie unklar, war auch ein bisschen albern teilweise, hat man sich schon blöd gefühlt, aber keiner wusste genau, wie man das umgehen soll. Ne? Ja. Ja, das ist genau, dann haben wir Schule für ein paar wenige Stunden, dann ist Schule vorbei, dann gehen wir raus, durch das Schultor durch, Masken ab, gut, tschüss, bis dann, Umarmung und noch kurz quatschen, alles wieder anders. Wir haben in dem großen Aufmacherartikel ja auch einen Überblick gegeben über die psychischen Einschnitte, Depressionen, ja, Fachleute gehen ja davon aus, ein Drittel bis die Hälfte mehr Fälle, die auch fachlichen Rat, also beim Psychologen, beim Psychiater suchen müssen, Suizidprobleme. Wie stellt sich das für dich dar, auch für dich persönlich? Also was merkst du an dir selber, was dieser Lockdown mit dir macht? Also an mir selber merke ich, dass es mich total stresst und meinen ganzen Alltag durcheinander bringt. Ich habe keinen richtigen Rhythmus mehr, ich weiß nicht genau, wann ich wie aufstehen muss und mich sortieren soll, ich habe gar kein richtiges Fundament mehr und ich fühle mich auch ein bisschen alleine gelassen von den Lehrern, nicht unbedingt, aber generell so, man kämpft sich irgendwie durch und ich habe Glück mit meiner Familie, ich habe da sehr viel Halt und fühle mich da gut aufgehoben, aber ich frage mich bei anderen, wie das ist, wo die Eltern arbeiten, wie die allein zu Hause sind und ich glaube, da geht es vielen wesentlich schlechter. Ich kenne auch einen Fall aus der Schule von einer Depressiven, jetzt gerade neuerdings depressiv geworden. Ich denke mal auch wegen dieser ganzen Corona-Sache und kriege das schon mit, wie da viele drunter leiden und die Stimmung ist einfach wesentlich schlechter, auch zu Hause. Also man ist angespannt und für mich ist es auch wirklich so mit der Zukunft nach dem Abitur, man hat sich gefreut, man geht vielleicht auf Reisen oder so und alles ist jetzt irgendwie unsicher und viele wollen auch studieren, aber nicht unbedingt online und man ist so richtig unmotiviert und hat eigentlich gar keine richtige Lust mehr, irgendwas zu machen. Das ist so. Also die Zahlen, ich weiß es aus Berlin und in den anderen Bundesländern ist es wohl nicht anders. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die Psychologen sind ausgebucht. Es ist voll. Es ist wirklich ein Massenphänomen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Suiziden ist. Man weiß so, dass dieses pubertäre Alter auch ein gefährliches Alter für Suizide ist, wie weit die da angestiegen sind. Ich befürchte das. Und man darf ja nicht vergessen, wir reden jetzt über Schule, aber es ist ja nicht nur Schule. Also das Leben ist ja nicht nur Schule. Seit einem Jahr sind die Clubs zu. Ja. Man kann nicht mal in den Kaffee gehen, in einen Eiskaffee oder was weiß ich, was man vielleicht früher noch mal gemacht hat. Man kann niemanden kennenlernen. Also das, was man ja gerade in dem Alter, sagen wir mal 16, 17, 18 Jahren, was ja auch dazu gehört, das fällt völlig weg. Ich beobachte das manchmal, wenn ich so durch die Stadt gehe. Da sitzen dann Gruppen von Jugendlichen, ja, wenn sie Glück haben vom Spätverkauf, da können sie sich dann noch was kaufen. Wenn sie Pech haben, irgendwie auf der Parkbank, da haben sie sich dann was mitgebracht. Sieht man so einen verstohlenen Blick, ja, kommt die Polizei. Also auch alleine, was das im Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft wirklich, wirklich anerzieht. Also das ist ja alles wie Hafturlaub. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade ein Jugendlicher, der ja auch in seiner Psyche, in der Entwicklung ist, der Erfahrung macht, der vielleicht auch mal was austesten will, dass das an dem spurlos vorbeigeht. Es geht ja auch an niemand anders spurlos vorbei. Und dann treiben wir es noch auf die Spitze. Stell dir das vor, 3-Raum-Wohnung im 10-Geschosser. Dann bist du kaputt. Ja. Ja. Absolut. Was mir in der Ausgabe sehr gut gefallen hat, war der Aufsatz einer Mutter. Okay, sie ist auch Erziehungswissenschaftlerin, Caroline Sommerfeld, eine Österreicherin, eine Wienerin, hat ein Buch geschrieben, Wie erziehen, und hat auch selber, ich glaube, 3 Kinder, und sie schreibt eben, wie sie ihre
Kinder schützt in dieser Lage und greift da eben auch auf ihre Erkenntnisse, die sie im Buch niedergelegt hat, zurück. Sie macht da einen Unterschied zwischen verlassen und verlassen. Also verlassen in Anführungszeichen und echtes Verlassen. Ja, weil zu ihren Erziehungsgrundsätzen gehört, man muss Kinder verlassen können, allein lassen können, damit sie ohne elterliche Aufsicht sozusagen toben, sich verabreden, auf den Spielplatz gehen oder in den Wald vielleicht sogar und Streiche machen und so weiter. Das ist wichtig für die Entwicklung. Aber was wir jetzt haben, ist eben eine künstliche, eine politisch verortete Verlassenheit, wo die Schüler eben ja, nur noch mit Geräten kommunizieren und von allem, was jetzt ein bisschen ins Abenteuerliche, ins Analoge geht, abgeschnitten sind. Ja. Und sie gibt eben den Ratschlag, dass man mit den Kindern relativ offen spricht. Dass man sagt, so ist die Situation jetzt. Nicht wegen des Virus, sondern okay, wir haben hier eine Regierung, die will uns nichts Gutes und die zwingt uns jetzt dazu, dass wir großteils daheim sitzen. Ja, und dann machen wir das Beste draus. Was sie eben sehr stark empfiehlt, ist lesen, also vorlesen bei den Kleinen und zusammenlesen mit den Größeren und dann eben auch Geschichten, wo das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird, was er im Augenblick leidet. Also was weiß ich, Ronja Räubertochter oder Herr der Ringe oder von mir aus auch Harry Potter oder so. Genau, also wo so ein bisschen die Kleinen zeigen, dass sie auch was können. Ja. Und das erschien mir schon ganz gut. Wie ist jetzt dein Plan? Gibt es überhaupt Abitur? Denke ich schon, ja. Wird es geben, man prügelt uns irgendwie durch. Die Lehrer geben sich ja auch schon Mühe, dass wir uns irgendwie durchgeprügelt bekommen. Aber wir haben auch jetzt so ein paar Veränderungen, zum Beispiel keine mündlichen Prüfungen, also sind jetzt nicht Pflicht in einigen Fächern. In Englisch zum Beispiel können wir jetzt noch freiwillig machen, wenn wir wollen, müssen wir aber auch nicht mehr. So, also man versucht es schon irgendwie uns da durchzuboxen. In der Sporthalle schreiben wir alle dann die Prüfungen, wahrscheinlich, voraussichtlich. Und ich gehe schon davon aus, dass wir es dann durchziehen. Und wie geht es dann weiter? Also wenn man sich dann für ein Studium entschließt, läuft das dann auch alles über den Bildschirm? Alles online. Also kann man im Grunde... Du kannst praktisch einfach zu Hause sitzen bleiben und nur den... Nee, vor allem das Gute war ja, ich weiß von mir früher im Studium, ich war froh, dass ich dann mal von zu Hause wegkam, eigene Wohnung hatte, andere Stadt war, völlig neue Anregungen. Das fällt da weg, ist oder? Ist alles gar nicht mehr nötig. Du musst ja nirgendwo mehr hin. Kannst einfach zu Hause bei Mutti bleiben. Ja. Praktisch gesehen, ja. Nee, dann spart man auch das Geld für eine eigene Wohnung. Ja. Klar. Aber ist natürlich ein Jammer. Die Entwicklung ist halt einfach dann am Stoppen. Geht nicht weiter. Ja. Also wer hat da noch Bock auf Studium? Ja, das eben. Ich kenne so viele von meinen Freundinnen, die sagen, ja, ich würde gerne studieren, aber will ich es jetzt wirklich? Ich weiß es von meinem Freund oder so, der von morgens bis mittags immer nur online. Ich habe das ja jetzt schon jeden Tag. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Und nach der Schule ist man endlich frei. Und dann das? Ja. Schon wieder von vorne? Nee. Ja. Ja. Also das... Gut. Die Hoffnung ist in kompakt präsent im Dossier, in der März-Ausgabe, unter der Überschrift Urlaub vom Lockdown, nichts wie weg, werden verschiedene Reiseziele von Leuten geschildert, die da tatsächlich auch dort waren. Unsere Autoren sind sehr umtriebig, ja. Welches Reiseziel hat dir gefallen? Oh, das mit dem Hakuna Matata mit Sansibar, das fand ich sehr interessant. Ja. Da hatte ich auch richtig Lust drauf jetzt gerade. Ich habe die Bilder auch gesehen, so schön am Strand, ohne Maske, ohne Abstände, alles ganz normal. Ja. Da kamen wirklich Sehnsüchte auf. Richtige Partystimmung. Richtige Partystimmung. Ich meine, das liegt natürlich auch am Präsidenten. Also Sansibar gehört ja zu Tansania. Und der Präsident hat ja von Anfang an gesagt, er hält nicht viel von der Sache. Und hat dann ja einen PCR-Test machen lassen, ich glaube bei einer Papaya, also Papaya-Frucht. Und hat ihn dann eingeschickt und natürlich war das schon positiv. Ja, das hat er dann nachher, also Pressekonferenz natürlich, war der Knüller. Ja, auch bei einer Ziege hat das er wohl auch gemacht. Bei einer Ziege, genau. Genau. Super Sache, ja. Ja. Und jetzt, der Mainstream berichtet auch darüber, der Spiegel hat geschrieben, ja, da die ersten Rückkehrer wurden schon positiv getestet, aber... Auch die Neue Zürcher Zeitung musste dann zugeben, die Belegung der Kliniken
der Krankenhauseinrichtungen auf Sansibar ist eigentlich nicht gestiegen. Und die machen das jetzt schon ein Dreivierteljahr so. Ja. Also, schon sehr interessant. Ich fand auch gut Schweden. Mhm. Eine Querdenkerin, auch eine junge Frau aus der Gegend von Stuttgart, war in Schweden über Weihnachten. Da war auch ganz normales Kneipenleben, Restaurantleben. Über die Grenze ist man einfach drüber gefahren. Also ein paar Einschränkungen haben sie da mittlerweile, aber es ist doch sehr entspannt gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch eine Freundin, die war auch da und wollte auch gar nicht mehr zurück. Die meinte, das war so schön, ich war da im Café, es war alles ganz normal, es war eine ganz andere Welt plötzlich. Ja. Und dann kam ich wieder zurück und dachte, was ist denn hier los? Ja. Ja. Und ich meine, die haben praktisch den gleichen Kurvenverlauf wie in Deutschland auch. Also im Sommer ging es runter, dann ging es wieder ein bisschen hoch, dann ging es wieder ein bisschen runter. Der Kurvenverlauf ist derselbe, obwohl die keinen Lockdown haben. Ja. Und ja. Darüber könnte man in der Schule ja auch mal diskutieren, aber leider kommt das nicht vor. Minsk. Ja, Minsk hat mich besonders interessiert, weil ich eigentlich vor einem Jahr hinfahren wollte. Aber damals hat es nicht geklappt, jetzt geht's wieder. Oder BD6 hat das einfach geschafft. Und Weißrussland fällt ja immer so ein bisschen raus. Also über Schweden ist viel geredet worden in den vergangenen Monaten noch als Vorbild. Weißrussland nicht, weil es vielleicht als anrüchig gilt und weil gerade in den letzten Monaten auch ich auch den Eindruck habe, Lukaschenko übertreibt es da ein bisschen. Aber in der Frage Lockdown hat er eine sehr klare Position von Anfang an gehabt. Und da stapeln sich auch nicht die Leichen in den Straßen von Minsk oder in den Krankenhäusern von Minsk, sondern es ist ein ziemlich normales Leben. Und übrigens auch die Opposition sehe ich jetzt nicht mit Masken auf den Straßen, wenn sie ihre Demonstrationen machen. Da ist auch Kuschelstimmung. Die umarmen ja zum Teil sogar noch die Polizisten. Das stimmt. Ach was. Ja. Undenkbar hier. Ja. Also in der März-Ausgabe haben Sie ein ganzes Dossier über diese schönen Urlaubsziele von Leuten, die auch tatsächlich dort waren und Tipps geben, wie man sich da die Reisen bucht, die Flüge bucht, wie die Einreisebestimmungen sind. Ich glaube, in Minsk ist, wenn man mit dem Flieger kommt, ist gar nichts. Ja, ist keine Visumspflicht, aber Sie haben natürlich auch eine Quarantänepflicht von, glaube ich, 10 Tagen. Aber BD6 schreibt, es wird nicht kontrolliert. Ja. Ich war nicht da, ich weiß es nicht. Ja. Gut, also man hat den Eindruck wirklich, Deutschland ist am schlimmsten. Ja, also überall sonst außenrum machen sie ja ein bisschen auf und so. In Frankreich kannst du einkaufen, in den Geschäften ganz normal. Aber bei uns ist ja wirklich, sind wirklich die verrücktesten Idioten. Ja. Apokalypse. Ja. Gut, Martin, du hast noch eine Recherche gemacht zum Zustand in den Krankenhäusern, weil es heißt ja immer, ja, die Krankenhäuser, die sind jetzt durch die Pandemie besonders betroffen. Wir müssen das Gesundheitssystem schützen, aber woher kommt eigentlich die Bedrohung des Gesundheitssystems? Also das mit der Überlastung des Gesundheitssystems war ja eine von vielen Begründungen, die dann hin und wieder mal Konjunktur hatte und dann war es wieder eine ganz andere. Und die meisten Krankenhäuser haben darüber geschwiegen, außer Helios, das ist eine große private Gruppe. Die haben seit Monaten schon gesagt, wir sind nicht überlastet und haben das auch mit Zahlen untermauert, haben auch sehr deutlich gesagt, wir wollen nicht, dass das instrumentalisiert wird von der einen oder anderen Seite. Wir geben hier keine politische Stellungnahme ab, aber wir würden es eben auch mit unseren Stationen so schaffen. Ja, es findet in Deutschland ein wahnsinniges Krankenhaussterben statt. Es sind im vergangenen Jahr, also auf dem Höhepunkt der Pandemie, ich glaube, Dutzende Krankenhäuser dicht gemacht worden. Es sind seit 1990, ich glaube, ein Viertel der Krankenhäuser dicht gemacht worden. Es sind Betten abgebaut worden, noch und nöcher. Und wenn man sich das mal genauer ansieht, hat es zu tun einerseits mit politisch-finanziellen Aspekten, nämlich der Fallpauschale, die eingeführt wurde, die aber so organisiert wurde, dass sie zwangsläufig zum Bankrott von einer ganzen Reihe, vor allem kleinerer, lokalerer, ländlicher Kliniken führen musste. Das war politisch intendiert, das war politisch gewollt. Und es gibt aber natürlich auch Profiteure von dem anderen. Das sind große, zum Teil
Das sind große Krankenhauskonzerne, die sich zum Teil im Eigentum von Renditeheuschrecken wie BlackRock, wie anderen internationalen Finanzkapitalisten befinden, die entweder dann diese Krankenhäuser privat betreiben, also die, die noch übrig sind, oder die die Immobilien billig aufkaufen. Das ist also erschreckend, wie, also mit welchem Zynismus das Gesundheitswesen an die Wand gefahren wird, um dessen Rettung willen, angeblich jedenfalls, wir alle zu Hause rumsitzen sollen. Ganz interessantes Beispiel, wie auch mit Zahlen manipuliert wird. Nicht gelogen, aber ein bisschen manipuliert. Der erste Landkreis, wo angeblich wegen Corona die vollgelaufen, nannte man das dann immer, die Intensivstationen belegt sind, war in Thüringen. Und ich habe mir dann mal die Zahlen genau angesehen und gesehen, dieser Landkreis in Thüringen hat auch kaum Intensivbetten, der hat 8. 8 oder 5 sogar? 5. Ich glaube, der hatte 8. Okay. 5 oder 8, wie auch immer. Der Nachbarlandeskreis hat, glaube ich, 50 oder 43 waren es wohl. Und diese 8 Betten, die sind jetzt immer noch voll, aber nicht mit einem einzigen Corona-Kranken. Ja. Also. Geschichten aus Hildburghausen unter der Überschrift Malen mit Zahlen. Mhm. Ja. Wir haben uns in der Ausgabe auch angeschaut, die Hintergründe, warum dieser kriminelle Kurs so durchgezogen wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Wirtschaft wird an die Wand gefahren, die Schulen werden an die Wand gefahren, die Freiheit ist bedroht. Warum wird das eigentlich gemacht? Ja, und da sind wir auf der Spur vom Weltwirtschaftsforum, dem berühmt-berüchtigten Klaus Schwab. Und der hat ja im Januar immer sein traditionelles Treffen gehabt mit seinen Top-Managern, Milliardäre aus der ganzen Welt und Millionäre aus der ganzen Welt. Die Milliardäre sind die Kapitalisten und die Millionäre sind die Politiker, die haben sich da immer getroffen. Und dieses Jahr waren sie aber nicht analog, sondern schön virtuell am Bildschirm und da war dann Xi aus China und Frau Merkel und auch Putin übrigens und natürlich Klaus Schwab, Ursula von der Leyen. Und Gerhard Wisniewski hat sich die Sache angeschaut, was da eigentlich gesagt wurde, wie da der große Reset weiter vorangetrieben wurde, aber du hast die Sache auch verfolgt. Ja, ich fand das schon interessant. Das ist ja ganz, ganz schwierig aus diesem Konglomerat von ausgeteilten Freundlichkeiten, Unverbindlichkeiten, Ursula von der Leyen's Wechsel der verschiedenen Sprachen. Sie springt ja immer so zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, damit im Grunde gar keiner sie versteht. Ergebenheitsadressen, die dann ausgeteilt werden und immer mit Vornamen, diese amerikanische Art und how are you? Früher sagte man how dare you, jetzt how are you. Oder? das ist ja wie so eine Nebelwand. Also was sagen Sie eigentlich, was meinen Sie eigentlich? Aber ich fand schon spannend, wie dieser Begriff des Great Reset, also des großen Umbruchs zu einem Allgemeinplatz dieser ganzen Charaktermasken oder zum Teil auch sehr wichtigen, einflussreichen Leute geworden ist. Also wie sehr, sehr deutlich gesagt wurde, wir wollen hier einen globalen Neuanfang im Grunde nach unserem Bilde schaffen. Die Einzelheiten hat Wisniewski geschrieben, aber man sieht interessanterweise auch wieder, dass jetzt doch mehrere Fraktionen innerhalb dieser globalistischen Eliten miteinander ins Kämpfen und ins Ringen geraten. Denn wir hatten ja nicht nur Davos digital, wir hatten jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz digital. Und Merkel hat bei beiden Veranstaltungen eine relativ interessante Rede gehalten, nämlich bezogen auf den Impfstoff. Wo sie gesagt hat in Davos, es ist ja wichtig, dass wir die europäische Impfstoffbeschaffung haben, dass wir COVAX haben, also diese von der WHO und der EU gemeinsam betriebene Impfallianz. Und Gavi, Gates ist auch dabei. Gavi ist auch dabei, weil dann können wir das an die Drittweltstaaten liefern und dann werden die uns ja dankbar dafür sein. Also das ist schon, da sieht man schon, wie Geopolitik dann auch gemacht hat, wo es eben nicht um Gesundheit geht, weder um die im eigenen Land noch die im anderen. Und jetzt hat sie das in München oder zur Münchner virtuellen Sicherheitskonferenz
nochmal deutlicher gemacht, wo sie ziemlich unmissverständlich gesagt hat, unsere Impfstoffexporte in die dritte Welt müssen eine Antwort sein auf die Impfstoffexporte Russlands und Chinas. Also da haben wir dann nicht mehr den globalen Great Reset, sondern wir haben den transatlantischen Great Reset, der jetzt mit Biden an der Spitze wieder aus der Grube steigt. Und das eben nochmal, das ist ja schon fast wieder Corona-Kaltkriegsgerede. Mhm. Wo es jetzt hingeht, wird man sehen. Ich glaube, die Eliten werden sich da noch ordentlich in die Haare kriegen. Ich glaube, was an dem Beispiel klar wird, Gerhard Wisniewski geht in seinem Artikel sehr stark davon aus, dass wir praktisch eine Symbiose haben zwischen den Pharma-Riesen im Westen über die WHO bis zur Kommunistischen Partei China. Ja? Und das ist der Motor, der diesen ganzen Great Reset, also das Schreddern der bisherigen Industriestruktur, vorantreibt und dann ersetzt durch eine digitalisierte Zukunftswelt ohne Einflussmöglichkeiten für die Bürger. Aber es ist wohl noch nicht so klar, ob diese westlich-chinesische Symbiose stabil ist oder ob die Chinesen nicht vielleicht doch mit den Russen zusammengehen. Und Putin hat ja auch, das schreibt Wisniewski auch in dem Artikel, Putin hat ja auf diesem Weltwirtschaftsforum gewarnt vor Kriegen wie in den 30er Jahren. Also er hat eine sehr düstere Analyse gemacht. Er hat jetzt nicht Corona abgestritten, das ist ja nicht sein Ding. Aber er hat eben vor dem neuen Totalitarismus gewarnt und dass sich daraus ein Clash der Großmächte ergeben könnte. Also mein Eindruck ist, dass es gibt eine Interessenkonvergenz, jedenfalls Washingtons, also das nach Trump Washingtons, Brüssels und Pekings, Moskau vielleicht nicht so ganz, dass sie den Great Reset wollen und dass es gibt auch eine Übereinstimmung, wie die Welt danach aussehen soll. Nicht im Detail, aber zumindest im Großen und Ganzen. Aber unter wessen Führung? Das scheint mir noch nicht ausgemacht. Und daraus können sich natürlich wahnsinnige Konfliktpotenziale ergeben. Wir bleiben am Ball. Gerhard Wisniewski bleibt für uns am Ball, was den Great Reset angeht. Zum Ausklang soll es auch noch ein bisschen Unterhaltung geben. Ich habe für die aktuelle Ausgabe eine kleine Zukunftsgeschichte geschrieben, Södolf 2023, die letzten Tage im Kanzlerbunker. Söder ist der Putschkönig gegen Laschet geworden, hat den immerwährenden Lockdown im Grundgesetz festgeschrieben, daraufhin sind Unruhen ausgebrochen und die Querdenker und die Patrioten haben eben weite Teile des Landes mit ihren Milizen besetzt, rücken auf Berlin vor. Södolf schließt sich ein. Und was passiert dann? Das können Sie in der März-Ausgabe von Kompakt Magazin lesen. Mit Markus Söder als Bundeskanzler, Heiko Maas als Außenminister, Sausan Scheibli als Geliebte des Bundeskanzlers, Jörg Meuthen als Verteidigungsminister, Attila Hildmann als einer der Kommandeure der neuen NVA und Andreas Kalbitz im Generalstab der neuen Reichswehr im Osten der Hauptstadt. Ich will nicht sagen, es ist eine Utopie, ich will nicht sagen, es ist eine Dystopie, aber mir hat es Spaß gemacht beim Schreiben und ich hoffe Ihnen auch beim Lesen. Das war die Vorstellung der März-Ausgabe von Kompakt Magazin. Liebe Sophia, lieber Martin, danke fürs Kommen und Ihnen fürs Zuschauen.